Darf der Mann die Frau anlügen, wenn sie ihn fragt, ob er eine zweite Frau hat? Nein. Er kann, wie gesagt, er braucht ja nicht die Erlaubnis von der Erstfrau, wenn er eine zweite heiratet. Aber er sollte hier nicht lügen, sondern er kann etwas sagen, was zweideutig ist. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, ich wundere mich über ein Volk, welches lügt, nachdem uns erlaubt wurde, zweideutig zu antworten. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Natürlich, das ist auch irgendwo zu verstehen manchmal, aber man muss diesen Fall näher beleuchten.